Übermorgen, am 24. Jänner, wird an den 40. Todestag des Südtirol-Aktivisten Georg, genannt Jörg Klotz, erinnert. Der Passeira zählte in den 1960er Jahren zu den führenden Köpfen des Befreiungsausschusses Südtirol. Bei den Mailänder Sprengstoffprozessen wurde er deshalb zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, in Abwesenheit. Er war nach Österreich geflüchtet. Im Alter von 56 Jahren erlag Klotz einer Lungenembolie. Winter 1976. Jörg Klotz wird in St. Leonhard im Passeiertal zu Grabe getragen. Am 24. Jänner war er in seiner Köhlerhütte im Tiroler Stubaital verstorben. Seine Tochter Eva war damals 24 Jahre alt. Oft besucht sie das Grab der Eltern, denkt an die letzte Begegnung mit dem Vater. Eva hatte ihren Vater 10 Tage vor dessen Tod zum letzten Mal in Nordtirol gesehen. Wir sind in das Auto unseres Freundes gestiegen und unser Vater ist dann hinter dem Auto noch, wir sind Schritttempo angefahren und hinter dem Auto noch nachgegangen. Und ich erinnere mich, ich habe mich umgedreht und habe noch durch die Windschutzscheibe gewinkt und der Vater immer noch hinter dem Auto her, als wolle er zu Fuß mit uns nach Südtirol gehen. Und ich hatte damals schon ein ganz eigenartiges Gefühl, ein Gespür. Später wusste ich, das war der Abschied. Der Befreiungsausschuss Baas sprengt 37 Hochspannungsmasten in die Luft. Nach der Feuernacht zieht sich Jörg Klotz nach Österreich zurück. Seine Rückkehr in die Heimat war blutig. Im September 1964 macht er mit seinem Mitstreiter Luis Amplatz und Christian Kerbler Halt auf der Alm Brunnermader im Passeiertal. Amplatz wird von Kerbler, einem italienischen Geheimagenten, getötet. Der angeschossene Klotz flüchtet über die Berge. Seine Kinder Wolfram und Eva erinnern sich an die Tragik jener Stunden. Davon mal geht die Kuchentiere auch. Nachher geht der Nachbar drüben innen, der Sauke Rose, ein schönen Gruß von Bosch Peppi und der Jörg ist in Sicherheit. Der ist über der Grenze. Der Bosch Peppi hat es in die österreichischen Nachrichten gehört. Das ist der erlösende Moment gewesen, wo ich gesehen habe, dass der Mama die Tränen angegangen sind. Der ehemalige Wehrmachtsunteroffizier Jörg Klotz fühlte sich zeitlebens als Soldat, kämpfte gegen den Staat Italien und für die Einheit Tirols. Sein Waltener Haus war eine regelrechte Waffenkammer der Südtirol-Aktivisten. Wenn da der Welser und die gekommen sind, wieder zurückgebracht haben und wir noch gesehen haben unter der Bettstadt drin, da sind sie Kisten drin, dann hat man sie ausgezogen und hat da gesehen, dass es nicht Marmelade oder Mehl ist, nicht? Und als 5-Jähriger schon, habe ich unten in der Sorge umeinander gestrahlt, bin ich nachgegangen, schauen, wo er hingeht, dann ist der Staat verschwunden und dann habe ich irgendwann einmal halt seine Verstecke gewiss, nicht? Dann bin ich mit der 08-Pistole, mit der Weizen zu Weg gekommen unter den Janker oben, nicht? Und das ist auch, was ich gefunden habe, nicht? Jetzt hat noch die Mama zusammen gesagt, Jörg, dein Bub musst du jetzt sagen, wie man mit deinem Zeug umgeht, es ist passiert etwas. Da habe ich zusammen als 5-Jähriger gedurft mit dem Tate Pistole schießen. Nicht? Das Los des Vaters prägte ihr Weltbild. Eva verteidigte sein Erbe später auch politisch. 31 Jahre lang saß sie für patriotisch ausgerichtete Bewegungen im Südtiroler Landtag. Einen der Sprüche des Vaters hat sie zu ihrem Lebensmotto gemacht.
Unser Vater ist uns heimlich besuchen gekommen und ich erinnere mich noch, er war auf der Flucht. Ich bin ihm dann noch nachgerannt vom Schulhaus hinaus. Es war hohes Gras. Er hat sich geduckt und hat mir in dieses Poesiealbum den Satz geschrieben: Tue recht und scheue niemand. Ohne Datum, ohne Ortsangabe. Tue recht und scheue niemand, dein Tata. War Jörg Klotz ein Freiheitskämpfer, ein Aktivist oder ein Terrorist? Die Antwort kann vielschichtig sein. Sie hängt ab von volkstumspolitischen Standpunkten, von Lebenserfahrungen und Schicksalen.